Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute bringe ich euch eine ganz wichtige Lektion bei. Das Tollste daran ist, ihr werdet mehr Gains machen. Ihr werdet mehr Muskel aufbauen. Ihr werdet ein besseres Gefühl im Zielmuskel haben. Und jetzt kommen die Sachen, wo die meisten meistens abschalten. Deswegen habe ich die anderen zuerst genannt. Ihr werdet verletzungsfreier trainieren können für die nächsten Monate und Jahre. Ihr werdet im hohen Alter mehr Gewicht bewegen können und verletzungsfrei trainieren können. Und ihr werdet auch noch einiges natürlich für eure Gelenke tun. Und zwar geht es um das richtige Aufwärmtraining. Und hier geht es ganz speziell um das richtige Aufwärmen am Schultern- und am Brusttag. Da habe ich die gleiche Aufwärmroutine, die sich höchstens unterscheidet durch die erste Übung, wenn es in das spezifische Aufwärmen geht. Aber das allgemeine Aufwärmen ist das gleiche. Und hier geht alles nur, dreht sich nur um die Schultern. Die Schultern sind der Punkt, den ihr am wenigsten verletzt haben wollt. Ja, natürlich, jetzt fangt nicht an, kleinlich zu werden. Es gibt auch ein paar andere fiese Verletzungen. Aber wenn ihr die Schultern einmal verletzt habt, entstehen daraus A, ziemlich oft chronische Verletzungen, gerade im Bodybuilding. Dafür, die wird man nicht mehr so leicht los. Impingement-Syndrom oder sonst irgendetwas. Hat man einmal die Schulter kaputt und die vielen Sehnen, die hier zusammenlaufen, hat man ein Problem. Und wenn die Schultern kaputt sind, und das ist wirklich das, was jeden von euch interessiert, könnt ihr kaum noch irgendetwas machen. Da die Schultern eure Arme und damit eure Hand, die fast alles an Gewicht nun mal greift, mit dem Rest verbinden. Ihr könnt die Brust nicht mehr trainieren, ihr könnt den Rücken nicht mehr richtig trainieren. Klar, wenn ihr hier irgendetwas versucht noch dran zu machen, selbst das geht über die Schulter. Also keine Chance mehr. Die Arme, ja, das findet da vorne statt, aber auch die, das sind die Schultern dran. Die Schultern sind bei allem beteiligt. Ihr könnt nicht mal mehr Einkaufstaschen tragen. Ihr wollt keine Schulterverletzung haben. Das Karriereende für so viele Bodybuilder draußen. Also, wir wollen das verhindern, keine Schulterverletzung und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem schönen Teil, ihr wollt das Maximale aus eurem Brusttraining rausholen, ja, das gefällt euch, oder? Und aus eurem Schultertraining. Und wer möchte nicht die dicken Schulterkugeln haben? Ich zeige euch jetzt meine Routine und ich sage euch auch natürlich, warum ich das mache und wie. Mit wie vielen Sätzen, hier kriegt ihr das genau mit. Wir fangen an mit den Rotatoren. Mittlerweile weiß jeder von euch, dass man die Rotatoren aufwärmen sollte. Das macht man nicht mit einem Trainingsgewicht. Man geht jetzt nicht an die Grenzen. Man macht das nicht mal bis zu den letzten Wiederholungen oder so etwas. Hier geht es gar nicht um Gewicht. Hier geht es darum, dass man sie mehr oder weniger ein wenig mit Belastung aufdehnt. Das gibt es in verschiedenen Varianten, die ihr sicherlich schon alle mal gesehen habt. Die zur Seite, von der ich das Gefühl habe, dass sie meine Schulter allerdings mehr kaputt gemacht hat, ist ein Gefühl. Es gibt genug Videos da draußen, müsst ihr nur mal bei YouTube suchen, von Leuten, die schon mittlerweile sagen, macht diese Übung nicht. Andere wiederum empfehlen sie noch. Ich kann nichts dazu sagen, ich kann nur sagen, ich hatte erst Schulterprobleme, nachdem ich das schon über ein Jahr gemacht habe, kann aber nicht sagen, dass es deswegen ist. Dann gibt es das Ganze natürlich noch mit einer Innenrotation, dass man das nach innen dreht. Die spare ich mir mittlerweile aus, weil das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr diesen Kanal hier öffnet. Und deswegen mache ich das, was mir die Physiotherapeuten am ehesten empfohlen haben. Arme auf 90 Grad, Oberarme und dann nach oben. Soweit es geht, richtig schön in diese Dehnung reinkommen und das Ganze langsam und kontrolliert. Und dann runter, richtig schön nach unten, soweit es geht. Da ist bei mir schon nicht so viel drin. Andere kommen wirklich ganz hier runter und ganz hier hoch. Da ist bei mir schon keine gute Range of Motion. Dennoch, geht einfach so weit ihr könnt und versucht die Oberarme gerade zu halten. Quasi nicht mit den Ellbogen nach unten diese Bewegung machen, sondern eigentlich nur die Fäuste nach oben. Dazu den Spiegel benutzen, dann könnt ihr das genau sehen. Hier hochkommen, da runter. Und ihr seht, die Oberarme bleiben auf einer Linie. Das mache ich mit einem kleinen Gewicht. Habe ich mir gerade mal eben aus der Frauenabteilung geholt, denn das war hier nicht vorzufinden. An all die Frauen da draußen, das bedeutet natürlich nicht, dass ihr zu schwach seid. Hoch. Ja, ich zeige es euch auch mal. Spulen wir das Ganze mal vor. Davon mache ich 20 Wiederholungen mit 2,5 Kilo. Das wird so ziemlich jeder von euch schaffen. Da muss man nicht so ein Monster sein wie ich. 2,5 Kilo reichen dafür aus. Ihr könnt auch nur ein Kilo nehmen.
Ihr könnt es auch mal mit einer gesamten Stange versuchen. Wenn ich die kleinen Hanteln nicht finde oder ihr diese silbernen Hanteln nicht habt, könnt ihr euch natürlich auch eine Hantelscheibe nehmen. 2,5 Kilo, Finger durchstecken und es damit machen. Ihr könnt das sogar relativ effizient machen, komplett ohne Gewichte und ohne Hanteln. Richtig gut könnt ihr das auch noch mit einem Seil machen. Mit einem, wie nennen sie sich? Mit einem Resistance Band, mit einem Widerstandsband. Und dann befestigt das vielleicht irgendwo schräg nach vorne und zieht es hier hoch. Haltet es und zieht es hier hoch. Also all das ist möglich. Hauptsache es ist ein bisschen Zug, ein bisschen Druck drauf und dann geht ihr hoch. Aber selbst wenn ihr nichts habt und das macht, ihr könnt es auch mal versuchen mit einer Variation, vielleicht nach vorne zu beugen. Dadurch wird die Schwerkraft ein bisschen anders. Das macht ihr 20 Wiederholungen. Für diejenigen von euch, die allerdings so schwach sind, dass sie da keine 20 schaffen, sollt ihr auch nicht. Dann macht es lieber nur mit den Armen. Es geht nicht darum, an die Grenze zu kommen. Es geht nur darum, diese Bewegung zu machen. 20 Mal reicht. Und ich merke bereits beim zweiten Satz, und ja, da hört ihr schon raus, wir machen davon 2 Sätze, nicht 4, 2. Macht 2 Minuten Pause und dann macht ihr den nächsten Satz. Was ihr in der Zwischenzeit machen könnt oder danach, das ist euch überlassen. Ich mache es dazwischen und ich wollte euch ja genau meine Routine zeigen. Ich mache den ersten Satz damit, 20 Wiederholungen. Da merke ich dann bereits schon, meine Schulter wird ein bisschen freier. Und danach mache ich eine Übung, die schon bereits auf den Muskel geht. Heißt, ich sorge dafür, dass Blut in den Muskel kommt. Und das ist das A und O bei unserem Aufwärmtraining. Blut in den Muskel kriegen. Das ist eigentlich auch das Aufwärmen, weil dann wird es auch warm, wenn da Blut ist. Dann wird es nährstoffversorgt. Und wir wollen einen Pump. Und das ist der Teil, der richtig Spaß macht. Ihr wollt mit maximalem Pump das Training beginnen. Könnt ihr euch auch euer T-Shirt ausziehen, Verzeihung, und dann seht ihr schon richtig geil aus, bevor ihr den ersten Satz macht. So, dazu nehme ich mir ein Gewicht fürs Seitheben. Macht es relativ niedrig, ihr wollt nicht mit Seitheben 10 Wiederholungen anfangen. Auch hier 20 schöne Wiederholungen und dann, das kennt ihr schon, die Ausführung von Seitheben. Bis 20 Wiederholungen mit einem Gewicht, mit dem ihr das gut schafft. Ihr würdet sonst auch 25 bis 30 schaffen, wenn ihr bis zum Ende gehen würdet, aber wir wollen nicht bis zum Ende, das ist immer noch aufwärmen. Aber ihr wollt auch nicht so wenig Gewicht nehmen, dass kein Blut in den Muskel kommt. Also, nehmt ein Gewicht, macht 20 Wiederholungen, ihr solltet es am Ende schon wirklich gut spüren. Also, ungefähr, um es mit YouTube-Worten zu sagen, 4 bis 5 Wiederholungen left in the tank, die übrig bleiben. Reps in reserve. Zweite Übung. Ich habe dazwischen, lasse ich immer so 1-2 Minuten Pause, damit die Schulter, auch hierbei wird sie ein bisschen benutzt, nicht total einen Supersatz direkt macht und ihr damit schon platt seid. Dann mache ich wieder 2 Minuten Pause, bis ich meine dritte Aufwärmübung mache. Das zweite Mal die Rotatoren. Mache das wieder so weit hoch, wie es geht, so weit runter. 20 Wiederholungen. Nochmal. Damit habe ich schon den zweiten Satz für die Rotatoren gemacht. Und ihr werdet es ahnen, wieder 1 Minute Pause und dann mache ich nochmal für den Muskel Seitheben. Wieder 15 bis 20 Wiederholungen und dann werdet ihr schon, wenn ihr das richtig gemacht habt, ordentlich Zug in den Schultern spüren. Dann habt ihr schon Pump. Wir haben also schon 4 Aufwärmsätze gemacht. Und jetzt würden wir übergehen. Habt ihr heute euren Schultertag, dann werdet ihr jetzt vor der ersten Schulterübung, was auch immer diese ist, eure spezifische Aufwärmübung machen. Fangt ihr also, wie viele, mit Schulterdrücken an. Dann werdet ihr euch da rantasten. Wenn ihr also im Maximalgewicht starten wollt mit 6 oder 8 Wiederholungen mit 30 Kilo, fangt ruhig mal mit 15 an, mit 18 an. Irgendwie sowas. Macht damit eure 15 bis 20 Wiederholungen. Kommt richtig gut in die Übung rein. Guckt, wo ihr eure Schulter platzieren wollt. Und fühlt euch rein.
Danach immer aufwärts weitergehen, immer 5 Kilo dazu. Heißt, wir haben gerade vielleicht mit 15 angefangen, danach mache ich das nochmal mit 20. Danach nochmal mit 25. Jetzt mag schon einer denken, 25 Kilo ist schon relativ nah an meinem Zielgewicht von 30. Aber auch da, denkt dran, aufwärmen. Also wieder 2 bis 3 Wiederholungen, bevor ihr am Ende seid, stoppen. Aber das Aufwärmen heißt, mit den 25 werde ich wahrscheinlich nur noch 6, 7 oder 8 Wiederholungen machen. Ich könnte vielleicht 10 oder 12 machen, mache aber immer etwas weniger. Aber die meisten kennen das nur, Aufwärmen macht man mit vielen Wiederholungen. Nein, muss gar nicht. Die Schulter soll sich auch daran gewöhnen, so ein großes Gewicht zu bewegen. 6 Wiederholungen nochmal mit 25 Kilo, wenn, vorausgesetzt, mein Ziel ist es, 6 Wiederholungen zu schaffen mit 30 und ich schaffe das auch nur. Und danach erst, ihr seht, wir haben jetzt nochmal 1, 2, 3 spezifische Aufwärmsätze gemacht. Macht ruhig 4 draus. Dann geht es an den ersten Hauptsatz. Heißt, wir hatten bis dahin schon 7 bis 8 Aufwärmsätze für die Schultern. Aber glaubt mir, ihr geht mit einem großen Pump ran, ihr verliert kein bisschen was von eurem Maximalgewicht, das ihr macht, von der Leistung. Ganz im Gegenteil, vielleicht habt ihr sogar eine bessere Leistung. Warum? Habt ihr das schon mal gemerkt, dass ihr irgendwie das beste Spiegelbild, den besten Pump oder auch die größten Fokus und Motivation nicht in der ersten Übung habt, sondern in der zweiten? Habe ich gemerkt, 10, 15 Jahre meines Trainingslebens, bis ich herausgefunden habe, woran das liegt. Da war mein Körper erst richtig auf das Training eingestellt. Er war bereit. Und jetzt sorge ich einfach schon vorher dafür, indem ich mich ausführlich aufwärme, auch beim Rückentag. Heute lernen wir aber nichts über das Rückentraining. Jetzt kommen wir zum spezifischen Aufwärmtraining für die Brust. In den ersten 4 Sätzen sieht das genauso aus. Rotatoren, Seitheben. Rotatoren, Seitheben. Dann mache ich Liegestütze. Ungefähr versuche ich mal zwischen 50 und 100 Liegestütze insgesamt zu machen. Heißt nicht hintereinander. Ihr sollt auch hier nicht bis zum letzten gehen. Ich mache 30, versuche mich aber gut einzufühlen. Ich kann sicherlich 50, 60 machen. Aber richtig gut das Ganze fühlen. Ich versuche nicht auf viele Wiederholungen zu gehen, sondern einfach nur darauf, das richtig maximal zu spüren. Ich will einen Pump in die Brust bekommen. Ich will wirklich wie so ein aufgepumpter Hahn schon zu der ersten Übung gehen und meinen ersten Satz machen. 2 Sätze bis 3 Sätze, manche machen auch 4 Liegestütze. So, und danach kommt ihr wieder zurück. Und was auch immer jetzt eure erste Übung ist, ähnlich wie bei den Schultern, dann macht ihr noch das spezifische Aufwärmen. Wir haben bis jetzt Liegestütz gemacht, wir haben schon einen Pump, wir haben schon ein bisschen Blut in der Brust. Ihr könnt auch Fliegende machen, geht auch, mache ich auch ganz gerne mal an der Maschine, um Blut reinzubekommen. Ihr habt die Schultern schon gut aufgewärmt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mit den Kurzhantelbankdrücken startet und da ist euer Zielgewicht 50 Kilo und das schafft ihr 6 Mal, dann fangt bei 30 an und arbeitet euch hoch. Mit 30 macht ihr vielleicht noch 20 Wiederholungen. Dann nehmt ihr 35, macht 12 bis 15 Wiederholungen. Danach nehmt ihr 40, ja, das ist auch noch Aufwärmen, und macht nur noch 10 Wiederholungen. Und dann, ja, das mache ich auch, nochmal 45. Auch hier wieder, das ist sehr nah an eurem echten Trainingsgewicht dran. Und wenn ihr nur 8 bis 10 Wiederholungen machen wolltet, wäre das schon euer Trainingsgewicht. Machen wir aber nicht. Wir nehmen die 45, machen damit nur 5, 6 Wiederholungen. 2, 3 könnten wir mehr machen, machen aber nicht mehr. Und die Schulter und die Brust ist wenigstens mal gewohnt, großes Gewicht zu nehmen. Dann ist es nur noch ein Katzensprung. Wir nehmen die 50er und boom, hauen die raus. Das ist meine Aufwärmroutine. Und bevor ihr jetzt denkt, ach du Scheiße, das ist doch ein eigenes Training schon, wie das mein Trainingspartner Maib schon öfters denkt, probiert es mal aus. Nicht nur einmal, sondern auch mehrmals, vielleicht für einen Monat. Und solltet ihr euch damit besser fühlen, das ist schon eine Kopfsache, alleine schon, weil ihr aufgepumpt mit viel Blut im Oberkörper und das gibt euch auch Sicherheit. Das ist jetzt nicht nur, nicht, dass ihr immer denkt, ey, das macht ihr nur für die Optik, was ist das denn für ein Disco-Pumper? Nein, Blut bedeutet auch, dass es stabilisiert. Ihr habt da also Wasser, Blut, alles Mögliche drin, seid da ein bisschen aufgepumpt, aufgedunsen und das stabilisiert alles, was ihr trainiert. Außer ihr trainiert danach natürlich die Beine und habt den Oberkörper aufgewärmt. Probiert es einmal aus, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dafür Bedenken habt oder ob ihr noch Fragen dazu habt. Und ja, wenn euch das gefallen hat und ihr öfter solche Videos sehen wollt, lasst mir eine kleine Motivation da in Form eines symbolischen Daumens und abonniert natürlich den Kanal, dann kriegt ihr nämlich mehr solcher tollen Profi-Tipps von mir. Und schaut euch auch gerne mal bei den anderen Videos um, denn da sind noch mehr solcher schönen Profi-Tipps bei. Ja, das war's dann auch von mir. Ich bin nicht nur aufgewärmt, ich bin heiß, ich bin schwitzig. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.